Hallo zusammen, hallo Freunde, grüezi und salü an meine Schweizer Freunde. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen Pause gehabt. Ihr seht, ich habe auch hinten ein bisschen umgebaut alles. Hat alles ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Bin wieder da. Was ich jetzt mal probieren möchte, und zwar habe ich von vielen gehört schon mal, Latexfarbe. Ich weiß nicht, ob es eine transparente Latexfarbe gibt. Wenn ihr da was wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, unten. Und ist jetzt eigentlich eine weiße Latexfarbe. Hab das mal angemischt, im Prinzip wie Vinylkleber. Die Farben waren dann alle ein bisschen heller. Wollte ich jetzt einfach mal testen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Der erste Versuch, aber wir schauen einfach mal. Okay. Lasst uns starten. So Freunde, ich habe hier im Prinzip, das ist Kaminrot. Ihr seht halt durch das Weiß, ist natürlich kein Transparent, wird alles etwas heller. Also Kaminrot, ein dunkles Blau, muss ich jetzt nochmal schauen. Ja, Kobaltblau, also auch etwas heller natürlich, Magenta, wer Pastellfarben mag, kann das so machen, aber ich weiß noch nicht, das ist eigentlich schwarz, ist natürlich dann etwas grau und natürlich weiß noch. Und ihr kennt mich ja, wenn ich es teste, dann testen wir es richtig. Der Keilrahmen ist 30 auf 24 cm und ich probiere es einfach mal mit diesem Cell Creator, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich mache mal zwei Tropfen in das Magenta und zwei Tropfen in das Kobaltblau. Die Farbe habe ich eigentlich angemischt, ganz normal. Also ich sage jetzt mal normal, was heißt normal? Ähnlich wie mit dem Vinylkleber. Bisschen mehr Farbe einfach reingemacht, weil es ja weiß ist, das hält ja alles etwas auf. Und dann so weit verdünnt, bis es gut fließfähig ist. Und jetzt schauen wir mal, es ist eigentlich Hochglanz, also ein Glanzlatex. Bin ja auch mal gespannt, ob das dann glänzt nachher. Wir schauen einfach mal, ich rühre mal kurz noch die Farben mit Silikon um, beziehungsweise Silikon mit dem Cell Creator. Muss immer aufpassen, Silikon, Cell Creator. Okay. Machen wir jetzt einfach mal einen Flip Cup. Und bin tierisch gespannt. Ja, da glaube ich ein paar Klumpen drin, habe ich gesehen. Das müsste mal für den ersten Becher reichen. Kann ich euch was erzählen? Ich habe letzte Woche einen Workshop in der Schweiz gehabt und da ist das Silikon 300er etwas mehr verlaufen wie als sonst immer. Ich weiß nicht, ob es am Wasser lag oder an der guten Schweizer Luft. Ich gehe mal davon aus, vom Wasser her. Und jetzt probiere ich das nochmal mit destilliertem Wasser in Zukunft, ob das eine andere Auswirkung hat. Ich habe ja bisher immer normales Wasser genommen. Okay. Schauen wir mal, wie die Farbe reagiert.
viele Luftblasen drin. Und mal schauen, ob es überhaupt schön reagiert. Machen wir nochmal einen Becher. Und vor allem, ob der Cell Creator auch funktioniert, das ist auch eine wichtige Frage. Aber das mit Latex ist natürlich schon eine klebrige Angelegenheit. Wir schauen einfach mal. Okay. Ich hoffe auch mal, dass ich die Farbe dünn genug gemacht habe, weil da eigentlich auch dran steht. Ups. Nur bis 10% verdünnen mit Wasser. Aber jetzt dann natürlich einen Latexanstrich, der durchsichtig ist, also transparent, das wäre natürlich optimal. Da bin ich etwas drunter gekommen. So. Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich mit dem Heißluftföhn drüber gehe. Natürlich hat es viele Luftblasen drin. Die wird es auch zur Zellenbildung helfen. Aber ich möchte ja sehen, ob dieser Cell Creator funktioniert. Dass es Zellenbildung gibt. Okay, ausgesteckt. So. Weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ich bin mir nicht sicher, ich gehe mal davon aus, dass es die Luftblasen sind, wo diese Zellen gegeben haben. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass der Cell Creator reagiert hat. Okay, kleine Zellen hat es auf jeden Fall gegeben. Ich lasse es mal für 10 Minuten wieder einwirken und dann schauen wir einfach mal, wie sich das noch verändert hat oder nicht. Dann bis gleich. So Freunde, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Ihr seht, wie gesagt, ganz kleine Zellen, aber ich gehe mal davon aus, dass das von den Luftblasen kam.
ansonsten gar nicht so schlecht. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Hier sind gar keine Zellen drin. So. War ein Versuch auf jeden Fall wert. Bin mal gespannt, wie es getrocknet rauskommt. Kann es euch dann auch wieder zeigen, beziehungsweise auf Facebook oder auf Instagram. Sollte ich auch mal wieder mehr machen. Okay, dann war es das schon wieder von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ich mache vielleicht, ja, ich mache noch eins, ich mache mal Silikon rein, ob das sich anders auswirkt. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye. So Freunde, hier nochmal getrocknet, das Bild. Also ihr seht, es hat sich kaum verändert. Es ist noch nicht hundertprozentig trocken. Aber so weit, so gut. Ich gehe jetzt einmal davon aus, doch, dass die Zellenbildung durch den Cell Creator entstanden sind. Weil das, denke ich mal, das sind so reine Luftblasen. Aber diese Zellen hier sind eigentlich schon vom Cell Creator. Weil das macht, oder machen keine Luftblasen. Okay, dann habt ihr es auch mal getrocknet gesehen. Ihr seht hier, ja, etwas dunkel, ne? Das passt. Finde ich cool geworden. Cell Creator funktioniert, das heißt praktisch kleine Zellen für den Cell Creator. Und wenn man Silikon reinmacht, zum Beispiel das 300er, gibt es dann größere Zellen. Da kann man dann auch variieren. Cool. Also gut, dann bis dann.